Es ist Donnerstag, Zeit für eine neue Folge PS-Speicher TV. Ich bin hier am PS-Depot LKW und Bus und wir fahren für euch heute einen kleinen Fiat. Und zwar den hinter mir. Ein Fiat 691 aus dem Baujahr 1974. Ich habe mir heute tatkräftige Unterstützung mitgebracht. Bei mir ist Michael Stadler. Michael Stadler ist Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung PS-Speicher und gleichzeitig Kurator des PS-Depot LKW und Bus. Hallo Herr Stadler, schön, dass Sie Zeit haben. Hallo Herr Filius, ich freue mich für diese schöne Aufgabe immer mit diesem wunderbaren Objekt. Der Fiat hat ja so einige Besonderheiten. Auffällig ist die Achskonfiguration, insbesondere bei der vierten Achse des Zugfahrzeugs. Die Achse ist liftbar und selbstlenkend. Was hat es damit auf sich? Das entstammt der italienischen Gesetzgebung aus der Zeit vor der EG-Harmonisierung. In Italien war die Achslast begrenzt auf, ich meine, 6,5 Tonnen, sodass, um vernünftige Zuggesamtgewichte zu erzielen, eine entsprechend höhere Anzahl Achsen nötig war in Italien. Das Gesamtzuggewicht dieser Kombination betrug 44 Tonnen und dafür brauchte man halt 8 Achsen. Ursprünglich lief der Fiat in 6x2-Konfiguration vom Band, also als Dreiachser. Die vierte Achse kam nachträglich. Die beiden vorderen Achsen sind gelenkt. Wie fährt sich so ein großer LKW? Fantastisch. Anders kann man das nicht beschreiben, wie sich dieses Fahrzeug fährt. Es ist sehr lenkexakt durch die zwei gelenkten Achsen. Es ist spurstabil, es ist extrem wendig durch die ganzen gelenkten Achsen des Zuges. Es ist einfach eine Freude, damit zu fahren. Der Fiat 691 wurde von 70 bis 75 gebaut und war die letzte eigenständige Fiat-LKW-Entwicklung, bevor Iveco dann übernommen hat. Der Wagen hat eine Rechtslenkung, lief aber nicht in England, der lief in Italien. War das in Italien so üblich? Das war in Italien so, wegen der dortigen Straßenverhältnisse. Schroffe Berge, schmale Straßen, Rechtsverkehr, auf der anderen Seite der Abgrund. Alle Situationen sind im Rechtsverkehr wesentlich besser zu beurteilen, zu sehen und zu bewerkstelligen. Angetrieben wird der Fiat 691 durch einen Sechszylindermotor aus der Prä-Turbo-Ära, also ein Sauger. 260 PS, 13,8 Liter Hubraum. Das Getriebe ist auch besonders. Das ist ein unsynchronisiertes Sechsganggetriebe mit zuschaltbarer Splitgruppe, also 12 Gänge. Wie fährt man damit? Wie bedient man so ein Getriebe? Eifrig. Das ist ein Motor von ganz anderer Kennlinie, als man sie von heutigen Turbomotoren mit Steuergeräten und allen möglichen gleichmäßigen Drehmomentverlauf erkennt. Man muss sehr früh, sehr eifrig, wie gesagt, zurückschalten. Der Motor braucht Drehzahl. Das Getriebe schaltet sich, wenn man genügend Übung hat, leicht und einfach, aber natürlich nicht mit heutigen Geschwindigkeiten vergleichbar. Wenn der ausgeladen ist mit 44 Tonnen, dann wird die Eifrigkeit noch mal mehr gefordert. Herr Stadler, wir reden die ganze Zeit über das Zugfahrzeug, aber der Anhänger, den muss man sich auch mal näher anschauen. Was ist das Besondere daran? Gerne. Das ist ein sehr besonderer Anhänger. Er hat vier Achsen. Das unterscheidet ihn schon von den hierzulande üblichen Dreiachs-Anhängern, die von schwerer Bauart sind. Aber die vier Achsen waren notwendig, um in Italien mit dieser schon erwähnten Achslastbeschränkung zurechtzukommen. Er ist von äußerst robuster Bauweise, hat Verstärkungen all überall und ist durch die zwei gelenkten Achsen extrem wendig. Folgt dem Zugfahrzeug auch auf engsten Pfaden zuverlässig hinterher. Ein bisschen schwierig wird es beim Rückwärtsschieben, da muss man diese Achsen alle sperren. Vielen Dank, Herr Stadler. Wir drehen jetzt noch eine Runde mit unserem Fiat Millipiedi, mit unserem Tausendfüßler und sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder.